Wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da in der Cuisine. Wir sind wieder da in der Haute Cuisine, Mann. Das haben wir eine Zeit lang hier gemacht. Zu Anfangszeiten von Corona ging es so los, Mann. Man hat angefangen zu kochen und da ich jetzt die letzte Zeit nur auf Bestellwaren wieder war, müssen wir wieder kochen. Wir müssen einfach kochen. Also folgendermaßen: Kartoffeln organisiert, Brokkoli. Wenn ich weiß, wie Brokkoli aussieht, das ist Brokkoli. Tatsächlich, damals bei der Haute Cuisine gab es einige Dinge, wo ich das erste Mal in meinem Leben gekauft habe. So. Aber Brokkoli hatte ich schon mal am Start. Gemüsebrühe, so Instant-Gemüsebrühe haben wir auch am Start. Wasser haben wir aus dem Wasserhahn. Zwiebeln, ich mag eher die roten Zwiebeln. Sahne, haben wir hier diese Veggie-Styles organisiert. Badalabab. Oh, andere Sache. Ich muss eine Sucht gestehen, noch eine Sucht. Außer den Haribo Wassermelonen, sehr große Sucht. Sehr, 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 sehr große Sucht. Alter Vater, ich sage euch, wie es ist. Habe ich schon sehr große Sucht gesagt? Sehr, sehr große Sucht. Immer zwei, drei Packen da haben. Ich finde das Kochen eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, aber ich merke auch, ich muss mich erst wieder darauf einlassen, finde ich es voll entspannt. Aber ich finde immer das Spülen abtönen, ne? Weil in der Hood Cuisine hier gibt es kein Wasserkocher. Gibt es keine, sag mir, Geschirrspülmaschine so. Ich finde, für sich selbst kochen bedeutet, sich selbst zu lieben. Dom. Dom, das ist auf jeden Fall eine sehr tiefe Aussage. Ist was dran. Ich mag einkaufen gar nicht, weil ich will auch nicht immer so, mir sagen, tropmäßig labern, aber ey, Menschen nerven irgendwie so auf Hektikmodus. Also Menschen können cool sein, aber viele sind halt, haben so eine komische Hektik. Und irgendwie so eine schlechte Laune, da lasse ich mich leider auch zu schnell anstecken. Das ist natürlich auch mein Fehler. Ich könnte natürlich auch einfach tanzend durch den Laden laufen, aber irgendwie, also wo ich jetzt gerade wieder war, alles Hektik und jeder schnell, schnell und boah. Währenddessen die Kartoffeln schälen und den Brokkoli putzen und den Röschen schneiden. Brokkoli putzen ist doch ein, ja, machen wir. Machen wir. Machen wir, klappt. Wir sind ja Brokkoliputzer. Also ich bin eigentlich gelernter Brokkoliputzer. Jetzt ist es raus, weil viele auch fragen, was man. Ich habe das als Ausbildung gemacht. Gelernter Brokkoliputzer. Das waren harte Lehrjahre. Aber man lernt ja nie aus. So, ne? Das war wirklich sehr, sehr hart. Aber es war eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung. Die will man auch nicht missen. Schneiden wir das klein, den Kladderadatsch. Ich muss so Dinge, ich merke das wieder. Ich stehe mal so. Wir brauchen irgendwie ein Command, dass man aufrecht steht, Alter. Man fängt sehr schnell an, in eine komische Haltung zu kommen. So, ich sage euch, wie es ist. Eins meiner Lieblingsküchenutensilien, die Spachtel. Hi! Wir machen das schon fresh. Das sieht nur nicht dappig, aber was ich meine. So. Kartoffeln in Würfel schneiden, in der Brühe gar kochen. Machen wir gerade. Oh! Ich sehe. Genau, jetzt erst das hier rein. Dann schöpfen wir die Kartoffeln mit Z hinten ab. Weil es sind Gangster-Kartoffeln. Kartoffeln mit Z. Und dann machen wir den Brokkoli rein. Für die Soße eine Zwiebelwürfel in der Margarine oder in Ding glasig braten, dann das Mehl drüber streuen und eine Weile bräunen lassen. Dann einen halben Liter von der Gemüsebrühe, die brauchen wir nämlich noch, in der Kartoffel und Brokkoli gekocht wurden, hinzugeben und kurz andicken lassen. Anschließend die Sahne. Wir verwenden Sojasahne, hat weniger Kalorien. Wir haben auch diese Veggie-Styles. Wie gesagt, habe ich zum ersten Mal. Boah, ich glaube, das kommt ganz geil, Mann. Habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass das geil kommt? Ich glaube, das kommt ganz geil. Also wenn ich jetzt lügen würde, würde ich denken, das kommt ganz geil. Wir sieben die jetzt schon raus hier, die Dinger. Genau, wir machen unten die Kartoffeln. Ey, ernst, ich bin tatsächlich seit. Wie gesagt, macht jeder wie er will. Ich hasse es, wenn man so. Ne, ey, okay, Fleisch, jeder machen wie er will. Aber ich bin seit. Ich habe gedacht, ich versuche es schnell mal. Seit 20. September. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Also 5 Monate. 5 Monate und wie gesagt, bis jetzt vermisse ich noch überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Und ich versuche halt immer so Styles aus. Zum Beispiel, was ich mir letztens gekauft habe, habe ich schon nie getestet. Noch nie getestet, das wird ausprobiert. Und natürlich mein absoluter Favorit, das schmeckt mir nochmal krasser als wirklich früher irgendwelche Original Styles. Die sind halt wirklich mein Favorite. Jetzt ballern wir hier oben drauf den Brokkoli. Das ist ein Special Cream
Special Cream Broccolis, das ist eine Special Edition. Es ist the Broccolis from the Badger, Broccolis. It's special broccoli because we only use special broccolis all over the world for the broccoli British special. Oh, allein das ist schon immer so geil. Wer liebt es auch? Einfach Zwiebeln in der Pfanne. Und wichtig immer bei der Haute Cuisine, elegant über die Schulter. Importante. In der Brühe haben wir ja schon die Kartoffeln und den Brokkoli. Als Brillenträger muss man sehr nah an die Pfanne gehen, damit man auch einen Durchblick hat. Das ist wichtig auf jeden Fall. Immer nah an die Pfanne, weil dann hat man das alles im Blick so, ne? Oh shit, man. So, verabschiedet euch von der Gerätschaft. Vorher so. So ist schon Crossolino. In diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund, echt schön hart, man geknallt hier echt schön hart. In diesem Sinne, danke für alles. Ahoi. Tschüssi Kötzchen, schönen Abend noch, ne?